Also jetzt kann ich es nicht mehr nutzen, aber ich sehe wenigstens mal, was da drin los ist. So, das ist also wieder so eine elektrische Zahnbürste mit einem eingebauten Akku. Man muss es komplett auseinandernehmen. Dann habe ich gedacht, jetzt gucken wir mal rein, was drin ist. Und da sehen Sie hier ein ganz normales Akku, eine normale Akkubatterie, die ich ja eigentlich, wenn ich wollte, aufladen könnte. Oder austauschen, wenn die ausgelutscht ist, wenn sie nicht mehr ladbar ist, wenn sie keine Kapazität mehr hat. Dann nehme ich sie doch gerne raus und tue mir ein frisches neues rein. Ein typischer Beweis für geplante Obsoleszenz. Akku kaputt, Gerät kaputt. Diese elektrische Zahnbürste ist nicht das einzige Produkt mit einem fest verbauten Akku. Stefan Schritte hat bereits über 100 Produktbeispiele gesammelt, bei denen das auch der Fall ist. Die Palette reicht von elektrischen Haushaltsartikeln bis zu Unterhaltungselektronik. Darunter mehrere Produkte des wertvollsten Unternehmens der Welt. Dabei gibt es sogar ein Gesetz, das sich gegen fest verbaute Akkus wendet. Demnach sind Elektro- und Elektronikgeräte, die vollständig oder teilweise mit Batterien oder Akkumulatoren betrieben werden können, so zu gestalten, dass eine problemlose Entnehmbarkeit sichergestellt ist. Einige Hersteller halten sich daran und machen den schnellen Akkutausch möglich. Da das Elektrogesetz aber viele Ausnahmen zulässt, sieht so manch anderer Hersteller darüber hinweg. Geht der Akku kaputt, lässt sich mit dem Gerät nichts mehr anfangen. Totalschaden. Der Kunde muss es austauschen oder neu kaufen. Wir wollen von Apple wissen, ob es möglicherweise einen triftigen Grund gibt, warum der Weltkonzern Akkus noch immer fest verbaut. Wir schicken deshalb einen Lockvogel mit versteckter Kamera in einen Apple Store. Sie soll sich für ein iPhone interessieren und dabei das Gespräch auf die fest verbauten Akkus lenken. Was werden die Apple-Verkäufer zu dem Thema sagen? Hallo, hätten Sie kurz Zeit? Ja, bitte. Ich würde mir gerne ein iPhone kaufen. Das neue ist jetzt das 5er, oder? Ja. Aber der Akku ist da jetzt fest verbaut, oder? Ja. Und warum ist das so? Wissen Sie das? Weil Sie den Akku nicht tauschen müssen. Es gibt keinen Grund, warum man den Akku rausnehmen sollte. Das ist auch bei unseren MacBooks so. Die Akkus sind einfach innen drin. Das ist ja so ein flaches Gehäuse. Du kannst ja hier auch nichts aufmachen. Das heißt, wenn der Akku ausgetauscht werden könnte, müsste das ja so gebaut sein, dass Sie den selber rausnehmen können. Die sind aber so verschraubt. Sie haben ja hier gar keine Schraube dran. Nichts. Das heißt, man kann da gar nichts machen. Es gibt keinen Grund, das aufzumachen. Und ein Jahr ist die Garantie? Genau. Ansonsten muss ich das selber zahlen und es einschicken, oder? Genau. Super, danke schön. Wiedersehen. Einen triftigen Grund, die Akkus fest zu verbauen, konnte uns die Verkäuferin nicht nennen. Wir wollen es genau wissen und wenden uns an die Pressestelle von Apple Deutschland. Auf meine Mail-Anfragen bekomme ich zweimal keine Antwort. Ich frage deshalb vor Ort in München nach. Vielleicht bekomme ich hier ein Interview. Doch auch hier werde ich nur an die Presseagentur verwiesen. Auch von da keine Antwort. Da gibt es schon ein Gesetz und trotzdem wird es häufig umgangen. Beim Umweltbundesamt, der zentralen Umweltbehörde der Bundesrepublik, glaubt man nicht an einen deutschen Alleingang, hofft auf eine Gesetzesänderung. Glauben Sie, dass es möglich ist, Firmen dazu zu zwingen, Geräte zu bauen ohne fest verbaute Akkus? Wenn man sozusagen es schafft, rechtliche Regelungen EU-weit durchzusetzen, dann natürlich. Bis solche EU-weiten Richtlinien allerdings umgesetzt werden, können noch Jahre vergehen, erklärt mir Dr. Oehme. Könnte man in Deutschland nicht trotzdem etwas mehr für die Verbraucher tun? Viele Kunden wissen gar nicht, dass sie ein Produkt haben mit fest verbautem Akku. Kann man nicht einfach einen Aufkleber drauf machen und sagen, Akku fest verbaut? Genau, also auch das wäre eine Möglichkeit, wenn es nicht gelingt, die Austauschbarkeit generell rechtlich vorzuschreiben, wären zumindest die Angabe, er ist nicht austauschbar, oder auch die Angabe von Ladezyklen. Dann kann sich ein Verbraucher je nach Bedürfnis das passende Gerät aussuchen. In welchem Ausmaß Hersteller vermeintlich minderwertige Teile einbauen, will das Umweltbundesamt jetzt in einer eigenen Studie untersuchen lassen. Neben Kühlschränken, Smartphones und Fernsehern gibt es noch andere Produkte, die uns mit allzu frühem Verschleiß ärgern.
In Hamburg treffe ich einen enttäuschten Autokunden. Das Auto ist durch die erste TÜV-Hauptuntersuchung durchgefallen. Ist erst 3 Jahre alt, hat 50.000 Kilometer runter und das ist schon recht ärgerlich. Und was hat der TÜV gesagt, weshalb ist das Auto durchgefallen? Ja, der TÜV sagte, das liegt an einer Spurstange, die ausgeschlagen ist. Und das ist ein Achsteil, von dem ich nicht erwartet hätte, dass das schon nach 3 Jahren ausfällt. Und jetzt kommt eine Reparatur auf Sie zu? Ja. Vor allen Dingen, das ist was wir überhaupt nicht erwartet haben, dass nach 3 Jahren schon eine solche große Reparatur ansteht. Olaf Adamik hat 12.000 Euro für seinen Citroën bezahlt. Er hat sich extra einen Jahreswagen gekauft, um solche Reparaturen zu vermeiden. In die Werkstatt von Björn Hampel kommen immer wieder Kunden mit ähnlichen Problemen. So schnell dürften Spurstangenköpfe seiner Meinung nach nicht kaputt gehen. Es wäre wünschenswert, dass solche Achsteile zumindest 100.000 Kilometer halten. Es ist zwar gang und gäbe, dass sowas passiert. Kommt es halt vor, dass einfach Dinge zu schnell kaputt gehen? In gewissen Hinsichten schon. Wir tauschen sehr viele Teile aus, die nicht unbedingt unserer Meinung nach schon kaputt sein müssten. Was wird denn jetzt auf Herrn Adamik zukommen an Kosten? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass beide Spurstangen getauscht werden, inklusive Achsvermessung, liegen wir ungefähr bei 340 Euro. Stolzer Preis für nach 3 Jahren schon, was sagen Sie? Ja, also da ist man als Endverbraucher schon verwundert, denke ich. Das rechnet man sich anders aus. In Köln will ich erfahren, was der Hersteller dazu sagt. Ich treffe den Pressesprecher von Citroën. Sind Ihnen diese Mängel denn bekannt? Uns ist das Thema bekannt für den Citroën C4 der ersten Generation, die bis 2010 gebaut wurde. Glauben Sie, dass dieser Mangel, sage ich mal, um beim Wort zu bleiben, zu früh auftritt? Das liegt im subjektiven Empfinden. Wir von Citroën stellen die Zufriedenheit unserer Kunden in den Mittelpunkt. Und da ist uns natürlich wichtig, dass es gar keine Auffälligkeiten gibt. Zu behaupten, dass es so wäre, wäre glatt gelogen. Natürlich gibt es hier und da Auffälligkeiten, aber denen stellen wir uns und versuchen dann sehr schnell, die für unsere Kunden und uns beste Lösung zu finden. Und das ist uns in dem Fall dann auch gelungen. Da ist es dann unerheblich, ob der Mangel oder diese Auffälligkeit bei 50.000 oder bei 100.000 Kilometern auffällt. Wir versuchen, jeden Mangel zu vermeiden. Der TÜV kennt solche Mängel. Bei ihren Untersuchungen stellen die Prüfer eine Vielzahl von Auffälligkeiten fest. Für Citroën ist das Problem mit den Spurstangen nach eigenen Angaben jetzt gelöst. Doch wie sieht es bei anderen Herstellern aus? Fast jeder Fahrzeugtyp habe seine Schwachstellen, von billig bis Luxus. Gibt es Bauteile, die besonders schnell verschleißen? Es gibt natürlich Mängel, die sich anhäufen, über alle Fahrzeuge verteilt. Sind es in der Wertigkeit die Bremsanlage, die immer wieder Probleme machen. Es sind lichttechnische Einrichtungen, die die häufigsten Mängel eigentlich sind. Und es sind natürlich Fahrwerk, Bereifung, Räder als die große dritte Mängelgruppe. Zu einzelnen Herstellern will Philipp Puls nichts sagen. Das war schon vorab Bedingung für das Interview. Wenn Ersatzteile früh ausfallen, braucht der Kunde ein neues. Es gibt eine Firma, die daraus ein Geschäftsmodell macht. Wulff Gärtner Autoparts AG aus Hamburg, einer der größten Hersteller von Autoersatzteilen. Sven Nielsen, technischer Leiter des Ersatzteileherstellers, zeigt mir sein Lager. Wir haben ungefähr 17.000 Teile, verschiedene Teile für ca. 1,2 Millionen verschiedene Fahrzeuganwendungen hier liegen, wie es der Mechaniker und die Werkstatt ständig braucht. Scheint ja ein großer Markt zu sein, ein großer Bedarf an Autoersatzteilen. Wie ist das? Der Bedarf ist riesig, der Bedarf steigt auch immer mehr. Die Modellvielfalt nimmt halt immer mehr zu und dadurch nimmt auch die Vielfalt der Teile zu. Liegt es auch daran, dass die Einzelteile schneller oder leichter kaputt gehen? Daran liegt es auch, dass die Teile eigentlich immer mehr verschleißen, immer früher verschleißen. Die Bauteile werden auf Komfort getrimmt, die werden immer komplexer, die Bauteile. Und daher fallen sie auch immer früher aus. Sven Nielsen zeigt mir eine Koppelstange, sein Bestseller. Den verkauft die Firma ca. 1 Million Mal im Jahr.
Die fallen sehr häufig aus. Es gibt einige Modelle, da sind das klassische Verschleißteile. Nehmen Sie den VW Charan, nehmen Sie die Mercedes A-Klasse, Mondeo und so weiter. Das geht also auch über alle Hersteller hinaus. Das heißt, diese Bauteile verschleißen sehr häufig, halten teilweise 20.000, 30.000 Kilometer und dann sind sie schon verschlissen. Als Vorlage dienen meistens die Originalbauteile. Per Laser werden sie vermessen, auf Schwachstellen analysiert und anschließend nachgebaut. Sven Nielsen behauptet, seine Ersatzteile seien viel stabiler. Bis zu 4 Jahren Garantie gibt die Firma darauf. Das Geschäft mit den neuen Bauteilen läuft nach eigenen Angaben blendend. Früher hat ein Originalhersteller viel weniger Modelle auf den Markt geschmissen, konnte sich viel mehr auf die Entwicklung dieser Bauteile konzentrieren und hat Millionen von Kilometern zurückgelegt, bevor so ein Bauteil überhaupt erst zur Serie freigegeben wurde. Das geht heute einfach viel, viel schneller. Und diese Bauteile oder diese Fahrzeuge können einfach nicht mehr in der Intensität geprüft werden, wie es damals der Fall war. Ist es so, dass der Kunde dann auch zum Testfahrer wird? Zum Teil wird er auch zum Testfahrer, weil die Erprobungszeiten einfach so gekürzt sind, dass Bauteile auch auf den Markt gebracht sind, die vielleicht noch nicht hundertprozentig ausgereift sind. Wer schützt denn nun den Kunden? Und wer kümmert sich um den schnellen Verschleiß bei Bauteilen in Waschmaschinen, Fernsehern und Autos? Ich versuche es bei der Politik. Auf meine Frage, ob es sogar einen geplanten Verschleiß gäbe, bekomme ich eine Mail vom Ministerium für Verbraucherschutz. Es fühlt sich nicht zuständig, fügt noch hinzu: Im Einzelfall ist eine Überprüfung meist schwierig und aufwendig. Ein Interview wird abgelehnt. Auch das Bundeswirtschaftsministerium will sich nicht äußern. Und ein drittes Ministerium will mir ebenfalls nicht weiterhelfen. Zum Thema geplanter Verschleiß liegen dem Bundesumweltministerium keine Informationen vor. Doch irgendetwas kann nicht stimmen. Die Rohstoffe werden immer knapper, dennoch landet immer mehr auf dem Müll, weil es viele Produkte gibt, die zu früh ihren Geist aufgeben. DVD-Player, Toaster, Bügeleisen, Fernseher, ihre Lebensdauer scheint immer kürzer zu werden. Und das Erschreckende, viele Geräte sind noch fast wie neu, könnten auch repariert werden. Dass sich vieles angeblich nicht mehr reparieren lässt, verärgert immer mehr. Eine Alternative sind die offenen Werkstätten. Die bieten sogenannte Repair-Cafés an. Das sind öffentliche Veranstaltungen, auf denen man unter Anleitung seine defekten Geräte wieder reparieren kann. Wie alt ist denn die Lampe hier? Das kann ich Ihnen genau nicht sagen, aber ich denke so 40, 45 Jahre. Das war jetzt immer so ein bisschen Wackelkontakt. Und ich hatte aber keinen Elektriker. Und als ich das dann gestern in der Zeitung gelesen habe, war ich ganz begeistert. War klar, dass ich heute hier hin muss. Engagierte Hobbybastler oder ehemalige Reparaturfachkräfte bieten ihre Hilfe an. Die Idee stammt aus Holland. 2009 wurde dort das erste Repair-Café gegründet. Mittlerweile gibt es dort schon mehr als 40 solcher Cafés. Und es werden immer mehr. In ganz Europa. Jeder hat mal so ein Teil zu Hause, an dem man hängt und dann ist es auf einmal kaputt und man will es nicht entsorgen, weil es ja schade drum wäre. Wir müssen unbedingt umdenken, dass wir langlebige Produkte überhaupt auch kaufen. Nicht nur auf den Preis schauen, sondern auch darauf, ob es schon beim Einkauf, ob es reparaturfähig ist, ob man an das Innenleben rankommt. Und da müssen wir insgesamt viel kritischer werden. Jetzt. Ja! Super. Vielen, vielen Dank.